Ich habe sämtliche 151er Items besorgt und werde diese über die nächsten Wochen verteilt öffnen, um das 151er Set zu vervollständigen. Begleitet mich also gerne bei meiner Reise auf der Road to Master. Und damit herzlich willkommen zum neuen Opening. Endlich ist es soweit, die 151er Ultra Premium Collection Box ist am Start. Es ist leider zu groß hier für das Bild, deswegen zeige ich das auch nochmal. So sieht das gute Stück aus. Eine, wie ich finde, sehr schöne Box. Sehr, sehr schöne Box. Von vorne, von hinten. Wie ihr ja gerade schon in der Intro gehört habt, habe ich mich jetzt einmal eingedeckt. Ich habe jetzt viele Produkte gekauft und die werden wir jetzt in den nächsten Wochen nach und nach alle öffnen. Generell auch noch für so Behind the Scenes oder generell, wenn ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt, dann checkt gerne meinen Instagram Channel aus. Der ist auch unten verlinkt in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne drauf gehen. Da gibt es allerlei Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich neue Produkte habe, wann die rauskommen oder sonst irgendwas. Also checkt das gerne aus, kommt da gerne vorbei, besucht mich da, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Und jetzt würde ich sagen, nicht lange labern. Wir starten direkt rein, weil ich habe wirklich hardcore-mäßig Bock auf diese Box. Zack, es ist auf. So, dann haben wir das gute Stück auf. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich finde das Design dieser Box wirklich sehr schön. Habt ihr ja gerade gesehen, von vorne, von hinten. Ich versuche das jetzt hier nochmal so gut ich kann, ja, in die Kamera zu zeigen, damit man das hier auch sieht. Ich slide das jetzt alles mal auf. Und was ich jetzt schon sagen muss, das hier finde ich super schick. Wirklich super, super schick. Vielleicht kann ich jetzt auch nochmal hier zeigen, was hier so am Start ist. Die schöne Promokarte, eine neue Playmat und rein. Ich hoffe, ich habe schon ein paar Videos gesehen. Hier ist nämlich eine Karte drin, die fällt gerne mal raus. Ich hoffe, hier ist das nicht so. Öffne ich das jetzt einmal. Ja, ja, die Aufmachung kann man jetzt hier nicht so ganz sehen. Ich halte das jetzt nochmal eben. Hier ist auch alles verrutscht. Ja, das ist der Nachteil bei diesen Boxen hier. Oder bei dieser Box. Kleiner Moment, ich schiebe das hier mal alles ordentlich nochmal zusammen. Aber bei der Karte wird das leider nicht so einfach möglich sein. Das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall zeige ich euch das jetzt hier nochmal so in der Kamera. Und zwar, wenn man das aufmacht, hat man hier eine schöne Aufmachung der Box. Mit den drei Karten da oben, die öffnen wir aber gleich. Zuallererst, liebe Friends, zuallererst das Wichtigste. Wir holen tatsächlich jetzt erstmal die Playmat raus. So, und die werde ich jetzt auch direkt ausbreiten. Gebt mir einen kleinen Moment. So, das mache ich jetzt einmal auf. Weil ich persönlich finde, diese Playmat unfassbar schön. Ja, ich muss das hier auch so in die Kamera halten. So sieht die ganze Playmat aus. Ihr werdet es jetzt aber auch sehen in genau jetzt. Und damit haben wir einen schönen neuen Hintergrund endlich mal. Ja, ich glaube, die Playmat ist sogar ein Stückchen größer. Wir können das jetzt mal direkt vergleichen. Ich glaube aber, die ist echt ein deutliches Stückchen größer. Ja, die ist wesentlich größer. Ja. Okay, dann fangen wir an. Also Aufmachung der Box, muss ich jetzt schon sagen, ist schön. Im Vergleich zur Charizard Ultra Premium Collection Box von damals, muss ich sagen, fühlt diese Box sich nicht so ganz hochwertig an. Ist aber nicht so wild. So, dann gucken wir mal. Machen wir das mal auf. Wir haben hier drin eine wirklich schöne Jumbo Coin, die ich wirklich sehr schön finde. Kann man aber, glaube ich, gar nicht benutzen zu offiziellen Turnieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sehr schön. Dann natürlich hier wieder die Schadensmarken. Stani seit der Scarlet und Violet Ära. Dann haben wir hier einmal die Würfel. Sind halt, ja, Average Würfel. Ich gehe jetzt nicht so krass auf die Würfel ab, sage ich ehrlich. Und, aber auf die bin ich gespannt tatsächlich. Wir haben hier eine Deckbox, die ich mir einmal näher angucken möchte. Wenn ich sie dann aufbekomme. Ja, es ist auf. Zack, na los, kommt schon. So, das hier ist die Deckbox. So sieht die aus. Schön hier mit den ganzen Pocket-Monstern. Hier Zapdos, Arctos, Lavados. Ach geil, einfach schön. Machen wir die mal auf. Und dann haben wir hier drin ein
Card Divider. Ist halt so ein Plastikding. Ja, gut. Haben wir das. Dann haben wir unsere Booster Packs. Meines müssten 16 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 an der Zahl. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zur Hauptattraktion. Und zwar die Promokarten. Wir haben hier einmal das Mewtwo in der Altart, beziehungsweise halt die Altart-Promo. Die gab es im Japanischen so zu ziehen. Muss aber sagen, die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und die Karte sieht sogar ganz gut aus. Ich glaube, die ist halt ein bisschen off-center hier hinten auf jeden Fall. Ja, doch, die ist ein bisschen off-center. Dann, finde ich, haben wir hier eine der coolsten Karten. Auch aus dem japanischen Set gab es die so zu getten. Also konnte man einfach so ziehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Karte unfassbar schön. Wirklich unfassbar schön. Das Pattern darauf, super geil. Allein das Artwork, die Farben, ist so unfassbar schön. Achso, wer dahinter ist, die Codecard. Ich kann sie jetzt leider nicht von hinten angucken. So, und dann haben wir. So, jetzt muss ich gerade nur gucken, wie ich das hier am besten rausbekomme. Aha, so. Dann haben wir eine. Und das muss ich ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie in meiner Collection gehabt. Das ist jetzt meine erste. Wir haben hier eine Metal Card. Und das finde ich ja so geil. Sag ich, wie es ist. Aber hier oben ist so ein, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, hier ist sie nicht ganz ausgestanzt oder nicht richtig ausgestanzt. Die hat hier quasi noch so einen Rand, so ein bisschen Whitening. Ey, aber nichtsdestotrotz, ich finde diese Karte, ich finde das richtig geil. Eine Metal Card hatte ich noch nie. Ist meine erste Metal Card. Eine Mew-Karte. Kann man nichts mit falsch machen. Von daher finde ich sehr, sehr, sehr cool. Finde ich wirklich unfassbar nice. Die wird sich auch hingestellt. Also wirklich hypergeil. Dann kommen wir zu den Boostern. Und wir labern hier nicht lange rein. Ich öffne den ganzen Spaß. Ja, leider kann ich hier die Playmat nicht so ganz zeigen, dass man das Mio hier auch ordentlich sieht. Das ist ein bisschen schade. Aber egal. Ich mache jetzt hier die Booster-Packs auf. Die werden alle jetzt nacheinander weggefetzt. Und ich hoffe, ich ziehe geile Karten. Also, los geht's. Booster-Pack Nummer 1 und rein. Gönnt euch natürlich wie immer die Codekarte. Und los geht's direkt mit dem... So, los geht's. Jigglypuff. Staryu. Charmander. Parasect. Cloyster. Giovanni's Charisma. Und das ist nämlich die Special Illustration Rare, müsste es sein, auf die das Mewtwo dann schaut. Das ist richtig cool. Dann haben wir einen Graveler. Ein Charmeleon! Nice! Geil! Das ist eine coole Karte. Und davon fehlen mir nämlich noch alle. Ich brauche alle. Ich brauche alle Entwicklungsreihen. Das Charmeleon startet jetzt schon mal richtig rein. Leider mit dicken, fiesen Printlines. Nichtsdestotrotz, super schön. Kann ich die schon mal abhaken. Und dahinter ein gutes Garador und eine Fire-Type Energy. Geil! Das ist eine schöne Karte. Die Entwicklungsreihe ist wirklich auch sehr, sehr, sehr fein. Das muss man einfach sagen. Sehr, sehr, sehr fein. Geil. Okay. Startet gut rein. So soll es sein. Okay. Booster Pack Nummer 2. Gönnt euch die Codekarte. Und los geht's mit Lickitung. Venonat. Pidgey. Ponyta. Slowbro. Machoke. Dewgong. Kabutops. Auch ein so geiles Pokémon damals gewesen und immer noch. Feier ich brutal. Dann haben wir ein Growlithe und ein Dodrio und eine Grass-Type-Energy. Ja, genau. Wie ihr schon in der Intro jetzt gehört habt, ich bin gut aufgestellt. Es wird jetzt einiges von der 151er Collection kommen. Nicht nur, aber es wird jetzt viel kommen. Das hatte ich ja auch im letzten Video schon erwähnt. Müsst ihr euch jetzt drauf gefasst machen. Ich werde allerdings auch noch ein paar andere Sachen öffnen. Wie gesagt, joint da meinem Instagram-Channel. Da droppe ich halt auch ein paar Posts. Da könnt ihr halt auch sehen, was öffne ich jetzt als nächstes und was nicht. Also, Booster-Pack Nummer 3. Und gönnt euch hier die Codekarte. Und Leute, ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen, sage ich euch. So der Flitzebogen. So, wir starten rein mit dem guten Kapados. Drowsy, wie es hier richtig schön auf dem Dach am Chillen ist. Diglett, Bulbasaur, Rhydon,
Rigid Band oder Rigid Band. Rigid Band? Ich weiß es gar nicht. Nidorino. Hypno. Meine Chase-Karten seht ihr alle eingeblendet. Mir fehlt immer noch das Gengar. Ich habe noch kein einziges Gengar. Und ich würde mich natürlich über das Nidoking freuen, was wir jetzt bekommen. Okay. Kadabra. Und jetzt das Flareon. Und das sieht aber so ein bisschen desaturated aus. Also als wäre da ein bisschen Farbe raus. Kann das sein? Muss ich mal darauf achten. Wenn ich gleich... Habe ich... Nee, ich habe nicht noch eine. Muss gleich mal darauf achten. Und dahinter eine Fire-Type-Energy. Geil. Passend zum Flareon. Und das ist hier wieder so eine Special Fire-Type-Energy. Finde ich sehr schön. Hier mit einer schönen Swirl. Da sieht man sie. Geil. Also wirklich, Leute, dieses Set. Ich habe mich wirklich unfassbar drauf gefreut. Übrigens, Kadabra. Weiß ich gar nicht, ob ich das im letzten Video schon erwähnt habe. Ob ich letztes Video eine Karte gezogen habe. Doch, habe ich. Habe ich. Das Debüt. Ist wieder das Debüt eines Kadabras. Das gab es 20 Jahre lang nicht. Und jetzt haben wir es wieder da. Finde ich auch sehr schön. Booster Pack Nummer 4. Gönnt euch die Code-Karte. Genau, worauf ich gerade hinaus wollte. Dieses Set hat es mir wirklich angetan. Also das ist ein Set für mich, was einfach so hohen Stellenwert hat. Und ich einfach so froh über wirklich jede einzelne Karte bin. Es ist mir egal, ob es irgendwie ein geiler Hit ist oder nicht. Ich bin wirklich von jeder Karte begeistert. Und jede Karte macht einfach Spaß. Ich feiere es brutal. Wir starten rein mit Metapod. Poliwag. Pikachu, nice. Farfetch'd. Hitmonchan. Seeking. Butterfree. Und jeder erinnert sich an die traurige Folge aus dem Anime. Dann haben wir Persian. Dahinter ein Tangela. Und ein Zapdos EX. Ja, geil. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zapdos auch mein OG Legendary aus der ersten Generation. Nee, auch nicht ganz. Wir haben eigentlich noch Mewtwo. Eigentlich ist Mewtwo mein OG-Pokémon, mein OG-Legendary, aber danach dicht gefolgt von Zapdos. Und dahinter eine Psychic-Type-Energy. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Booster-Pack Nummer 5. Gönnt euch die Code-Karte. Und los geht's mit Venonate. Ponyta. Metapod. Pidgey. Slowbro, Machoke, Dewgong, Erika's Invitation, Graveler und ein Dragonite. Auch sehr schön. Und dahinter wieder eine Psychic-Type-Energy. Yaili. Okay, Booster-Pack Nummer 6. Gönnt euch die Code-Karte und los geht's mit dem Electabuzz. Wie gesagt, immer. Ich sehe immer dieses Meme davon. Immer. Immer, wenn ich das sehe, ist dieses Meme am Start. Und ich sehe gerade. Sieht man das hier? Ja, hier oben ist so ein kleiner Ditcher irgendwie. Ah, hier sieht man's. Komisch. Electabuzz. Koffing. Tangela. Beziehungsweise das gute Smoke. Tangela. Grimer. Lapras. Cycling Road. Scyther, Fero, Grimer again und ein Nidoking und dahinter eine Fighting-Type-Energy. Leider das falsche Nidoking. Leider das falsche. Ja, wie ich ja auch schon in meinem letzten Video erzählt habe, möchte ich dieses Set gerne mastern. Deswegen, wie gesagt, ich freue mich immer. Ich freue mich bei dem 150er-Set über jede einzelne Karte, weil ich jede einzelne Karte brauche und ich dieses Set einfach mastern möchte. Booster-Pack Nummer 7. Gönnt euch die Codekarte. So, es könnte tatsächlich dieses Mal jetzt auch ein etwas längeres Video werden als die anderen. Ich guck mal, ich versuch's noch irgendwie im Rahmen zu halten. Genau, also los geht's mit Poliwag, Pikachu, Farfetch'd, Shellder, Hitmonchan, Seeking, Butterfree, Oddish, Ditto. Oh, das ist auch eine coole Karte. Ich liebe Ditto hier in diesem Artwork. Das ist so cool. Das ist so cool. Und dahinter ein Mr. Mime. Auch cool. Finde ich, huch, finde ich, hat ein bisschen was von dem Chansey Artwork. Und dahinter eine Water-Type Energy. So's. Booster-Pack Nummer 8 und rein. Gönnt euch hier die Codekarte. Ja, und dadurch, dass ich halt auch einfach das Set gerne mastern möchte, wie gesagt, freue ich mich halt einfach über jede Karte. Ich muss auch generell sagen, ich finde das auch irgendwie seltsam, wenn Leute
Also jeder so, wie er will. Aber ich finde es seltsam, wenn Leute wirklich nur Pokémon-Karten öffnen, nur um irgendwelche fetten Hits zu ziehen und bei allem den Rest halt gar nicht wertschätzen. Das finde ich irgendwie, naja, nicht so. Fängt nicht so den Spirit ein, finde ich. Aber vielleicht ist es auch einfach nur meine Herangehensweise. Ich sehe das halt alles ein bisschen anders. Weiß ich nicht. So, wir starten rein mit Psyduck. Ekans. Auch cool. Das kenne ich gar nicht, das Artwork. Cubone. Hab übrigens ein Shiny Ekans. In Pokémon Sleep habe ich mir eins gegettet. Das war auch war nice. Cubone. Vulpix. Charmeleon. Parasect. Cloyster. Snorlax. Magneton. Und ein Machamp. Und dahinter eine Darkness-Type-Energy. Ja, was ja auch noch eine Sache ist, Kinders, was ja auch noch eine große, große Sache ist, die God-Packs, die Demigod-Packs. Vielleicht ist es uns ja sogar möglich, hier auch in dem Set, in der Box, ein God-Pack zu ziehen. Booster-Pack Nummer 9. Gönnt euch einmal die Code-Karte. So, und jetzt, also ihr werdet jetzt Zeuge eines God-Packs, ihr werdet sehen. Wir starten einmal mit Zubat, Goldeen, Weeping Bell, Paris, Cycling Road, Scyther, Charmeleon, Godpack, Mark, Articuno und dahinter das gleiche Articuno und eine Fighting Type Energy. Okay, so. Booster-Pack Nummer 10. Gönnt euch die Codekarte. Und los geht's mit Doduo, Tentacool, Rattata, Squirtle, Gloom, Ductrio, Clefable, Machop, Ekans und ein Alakazam EX. Geil! Auch ein ultra schönes Pokémon, wie ich finde. Auch eins meiner Favorite Pokémon tatsächlich. Alakazam, super, super nice. Und dahinter eine Lightning-Type-Energy. Aber ich finde hier auch, das wirkt ein bisschen blass. Also die Farben, das wirkt ein bisschen, oder? Ich weiß es nicht. Aber egal, ich freue mich. Alakazam, also Simsala, super geiles Pokémon. Ein super geiles Pokémon. Booster-Pack Nummer 11. Gönnt euch die Code-Karte. Und los geht's mit Krabby, Sandshrew, Seal, Doduo, Charmeleon, Parasect, Cloyster, Snorlax, leider kein Godpack, Growlithe und ein Jolteon und dahinter eine Steel-Type Energy. So, wir haben jetzt noch 5 Booster-Packs. Booster-Pack Nummer 12. Gönnt euch hier die Codekarte. Ja, das Pack hat sich schon, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an, sag ich euch. Hier ist es drin. Wir starten rein mit dem Dome Fossil. Weedle, Zubat, Goldeen, Tentacruel, sieht auch geil aus. Hitmonlee, Wartortle, Godpack, Weeping Bell, Kadabra und ein Gengar, jawoll! Jawoll, das Gengar ist am Start, das Gengrige von dem guten Komia. Ey, das ist ein so cooles Artwork. Und dahinter eine Fighting-Type-Energy. Gengar, geil. Sehr geil. Side-Quest. Die seidige Quest. Jetzt brauche ich das, glaube ich, nur noch in, ja, jetzt brauche ich das noch in der Reverse-Holo. Und ich glaube, das Nebulak. Brauche ich das Nebulak noch in der Reverse-Holo? Weiß ich gerade gar nicht. So, Booster-Pack Nummer 13. Gönnt euch die Codekarte. Und los geht's mit Lickitung. Venonat. Pidgey. Poliwhirl. Oma Knight, Tauros, Kadabra, Godpack, Persian, Charmy, nein, jetzt habe ich das schon zweimal, nein, das gibt's nicht, die doublige Trouble oder was, niemals, okay, und dahinter ein Moltres, geil. Und eine Water-Type-Energy. Krass. Das hat auch Printlights, aber glaube ich nicht so penetrant wie das andere. Aber crazy. Crazy. Oh Mann, ey. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß, dieses Set zu öffnen. Es macht so Spaß.
So, Booster Pack Nummer 14. Gönnt euch die Codekarte. Okay. Wir neigen uns echt schnell jetzt dem Ende schon. Wir haben nicht mehr viel übrig. Wir starten rein mit Rhyhorn. Tangela. Psyduck. Haunter, jawoll. Geil. Wenn ich das noch in der... Ich glaube, brauche ich das in der Reverse? Ich weiß es nicht, ich werde es sehen. Golduck. Pinsir. Oder ein Pinsir. Pidgey. Articuno. Und ein Raichu. Und dahinter eine Fire-Type-Energy. Nice. So, vorletztes Booster-Pack. Booster-Pack Nummer 15. Gönnt euch die Codekarte. So. Und jetzt aber. Jetzt Godpack rein. Und noch einer meiner Chase-Karten. Das wär nice. Wir starten mit Smoke! Cubone. Vulpix. Magnemite. Tauros. Kadabra. Ivysaur. Godpack. Caterpie. Ekans. Und ein Blastoise EX. Habe ich jetzt leider auch schon zweimal. Nichtsdestotrotz ein Solid. Geil. Und dahinter eine Steel-Type Energy, auch wieder in der Special Variant. Und hier ist auch eine Swirl hier oben. Irgendwie hat man die erkennt. Nice. Geil. Okay. Huh. Und letztes schmetztes Booster Pack. Und rein. Gönnt euch die letzte Codekarte. Und hoffentlich haben wir jetzt hier noch ein Last Pack Magic. Vielleicht mit einem Godpack, wer weiß. Okay, los geht's mit Ekans, Cubone, Vulpix, Magnemite, Bills Transfer, auch eine sehr, sehr schöne Illustration Rare Karte davon, Golbat, Leftovers, Stunde der Wahrheit. Oh, Mewtwo. Auch geil in der Reverse Holo. Sick. Und ein Starmie. Auch sehr schön. Sehr schön. Und dahinter ein Mewtwo nochmal. Und eine Water-Type Energy. Gut, Mois. Dann packe ich jetzt hier nochmal eben alles zusammen. Und dann sehen wir uns gleich zum Summarize. Bis gleich. Kommen wir zum Summarize. Und zwar war es mir möglich, zwei meiner Chase-Karten nochmal zu ziehen. Und zwar einmal das Haunter und das Gengar. Dann war es mir möglich, drei EX-Karten zu ziehen. Einmal das Blastoise, was ich jetzt leider schon doppelt habe, ist aber nicht so wild. Das Alakazam und das Zapdos EX. Dann war es mir möglich, zweimal das Charmeleon in der Illustration Rare zu ziehen. Wie es hier einfach schön den Berg hochkraxelt. Das Glumanda ist nämlich noch ganz unten und das Glurak, das fliegt dann nämlich über die Schlucht, über die Berge. Super schön. Ja, dann war es mir natürlich möglich, zwei Energy Cards zu ziehen. Die Special Energy Cards. Einmal die Fire-Type Energy und einmal die Steel-Type Energy. Ja, und dann war es mir natürlich möglich, noch die Promokarten zu ziehen. Einmal das Mewtwo, das Mew, was ich ultra schön finde. Es ist einfach ultra schön. Also das ist eins meiner absoluten Favorite Artworks tatsächlich, sag ich wie es ist. Und, aber... Für mich das coolste Item aus der Box ist die Metal Card, weil ich die, ich habe sowas noch nicht in meiner Sammlung und das finde ich einfach brutal nice. Finde ich brutal nice. Ja, alles in allem, was sage ich zu der Ultra Premium Collection Box? Ich persönlich fand sie nice. Hits waren viele da. Leider zwei Doubles, ist aber echt nicht so wild. Wie gesagt, ich will eh jede Karte haben, wenn ich einen doppelt habe. Oder zwei, dann ist das absolut fein. Meine Chase-Karten konnte ich jetzt leider nicht ziehen, aber meine Side-Quest-Karten konnte ich noch ziehen. Wie gesagt, ich muss gleich noch gucken, ob ich hier vom Haunter die Reverse-Holo brauche oder die normale. Ja, ich find's geil. Die Box an sich, das muss man sagen, die Box an sich ist von der Qualität ein kleiner Rückschritt, würde ich sagen. Da war die Charizard Premium Collection Box schon ein bisschen hochwertiger, weil allein auch beim Schließen einfach ein Magnet drin war.
ich finde es, an sich finde ich das besser, dass das jetzt quasi nur aus Pappe ist. Für die Umwelt finde ich das wesentlich besser. Also ich persönlich finde es auch gar nicht so schlimm, dass das halt nur Papier ist. Ich finde das sogar ganz gut, nur wirkt es halt ein bisschen cheaper, so in der Form. Was ich auch ganz oft gesehen habe, ist, dass die Metal Card hier, wenn man die Box aufmacht, schon rausfliegt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das finde ich auch persönlich nicht so cool gelöst, wie Pokémon das gemacht hat, um ehrlich zu sein. Ich hatte jetzt das Glück, dass die nicht rausgefallen ist, aber die war halt anders verklemmt so ein bisschen. Ja, die Playmat an sich finde ich sehr schön. Die Deckbox finde ich ganz okay. Die kann man halt gut nutzen. Und ansonsten, ja, Puls, ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es nice. Von daher kann ich nicht meckern und ich bin zufrieden. Aber mit dem Set werde ich wahrscheinlich immer zufrieden sein, ist das Ding. Ja, ich brauche jede Karte. Ich brauche sie. Ich brauche sie alle. Von daher, Mois, im nächsten Video werde ich die Miner Collection vermutlich öffnen. Von daher, seid darauf gespannt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir sagen, wie ihr die Box fandet an sich. Ob ihr die Box auch schon in den Händen hattet. Ihr könnt mir auch gerne sagen, wie ihr die Promokarten findet, weil ich persönlich finde die Promokarten ziemlich geil. Vor allem die Metal Card, habe ich ja eben schon gesagt. Die Metal Card ist absolut sick. Und genau, wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann lasst gern ein Abo da, ein Däumchen, wäre auch ein Träumchen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, wie ihr die Box findet, was euer Lieblingshit ist. Und ihr könnt mir auch gerne mal sagen, was eure Chase-Karten wären und oder Sidequest-Karten. Das würde mich auch sehr interessieren tatsächlich. Genau, also bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Ja, Mann, nice, geile Karten.